dass es später vielleicht auch Patienten oder Interessenten anschauen können, die heute nicht teilnehmen können. So danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich danke Ihnen auch, dass Sie gekommen sind und sich die Zeit genommen haben, uns heute bei unserem Webinar, an diesem Webinar teilzunehmen. Das zeigt, das Thema ist aktuell. Wir wissen, das Thema Zahnarztangst ist aktuell. In unseren Posts und in unseren Einladungen haben wir zum heutigen Webinar als Moderatorin Frau Esther Jopp angekündigt. Frau Jopp ist Gesundheitsexpertin, Geschäftsführerin und Inhaberin der FirstMed Services GmbH, besser bekannt für viele vielleicht als Zahnklinik Ungarn oder Dental Travel. Frau Jopp konnte leider aus gesundheitlichen Gründen heute nicht teilnehmen oder nicht dabei sein. Sie lässt sich bedauernd entschuldigen und hat mir diese ehrenvolle Aufgabe gegeben, Sie heute als Gastgeberin begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sheila Gregor. Ich bin seit fast 16 Jahren Patientenberaterin bei der FirstMed Services GmbH bei Zahnklinik Ungarn. Und mein persönliches Ziel ist es, von der ersten Kontaktaufnahme zur Angebotserstellung mit unserem Rundum-Service unsere Patienten auf ihrem Weg zur Zahnbehandlung nach Ungarn zu betreuen. So lerne ich viele Patienten persönlich am Telefon kennen und kann sagen, dass unser heutiges Thema, die Zahnarztangst, also das mulmige Gefühl der Patientin vor dem Zahnarztbesuch oder die Angst vor Zahnschmerzen während der Behandlung, vielleicht mit die schwersten Gründe sind, warum Patienten notwendige oder aufwendige Behandlungen beim Zahnarzt scheuen, aufschieben oder sogar komplett unterlassen. Manchmal ist die Zahnarztangst sogar so stark, dass dieser mit Herzrasen, Schweißausbrüchen oder Durchfall oder anderen vegetativen Begleiterscheinungen zeigt, und das nennt man auch schon Zahnarztphobie. Das ist die größere Bezeichnung. Diese Phobie, diese Angst vor Schmerzen und bewirkt noch mehr Angst. Irgendwann kommt Schamgefühl vielleicht wegen den Zähnen dazu, was dann noch mehr Angst verursacht, und es entwickelt sich ein Teufelskreis, woraus die Patienten nur sehr, sehr schwer den Weg rausfinden. Das ist verständlich, oder viele Patienten sagen das auch am Anfang, und ich bin immer froh, wenn der erste Weg zu uns trotzdem gefunden wird, weil das ist der erste Schritt. Statistisch gesehen, vielleicht ein, zwei Wörter dazu, haben wir nachgeforscht, und diese Zahnarztangst betrifft 60-80% der Allgemeinbevölkerung. So, wir sind nicht allein. Sehr, sehr viele Menschen betrifft dieser Zahnarztangst, dieses Gefühl. 20% haben sogar extreme Angst vor dem Zahnarzt, und bis zu 5% vermeiden es sogar, durch diese Angst den Zahnarzt überhaupt aufzusuchen. Und allein in Deutschland sind es ungefähr 5 Millionen Menschen, die es betrifft. Wir sind also nicht allein, und diese Erkenntnis ist vielleicht der erste Schritt, die Angst zu überwinden. Es gibt einen Ausweg, und auch hier kann ich aus Erfahrung sagen, dass durch Beratung, durch sanfte Methoden, vielleicht in der modernen Zahnarztpraxis, eine Zahnbehandlungsangst gelindert oder sogar dauerhaft gelöst werden kann. Ich freue mich, Ihnen heute einen Spezialisten in diesem Bereich vorzustellen, einen Spezialisten mit langjähriger Erfahrung mit Angstpatienten. Unser Gast ist Herr Dr. Frank Kannmann von der HD Dental Zahnklinik. Er ist Chefarzt und Inhaber der Zahnklinik. Und auch unseren Gast, Herr Dr. Frank Kannmann, zu diesem Thema, Herr Dr. Kannmann von der HD Dental Mosjøen-Modirova. Herr Dr. Kannmann, herzlich willkommen. Ich grüße alle. Liebe Grüße aus Ungarn, Frühlingsungarn.
Hallo. Herr Dr. Kannmann, Zahnarztangst. Was sagen Sie, wie kann ich meine Zahnarztangst ausblenden? Wie geht das? Was mache ich? Ganz schwierig, weil Angst ist ein Urinstinkt, den wir alle irgendwo mit haben, Fluchtreflex, den wir alle schon mit der Geburt mitbekommen. Aber unsere Umgebung formt uns. Das heißt, die Gründe Zahnarztangst können ganz verschiedene sein. Schlechte Erfahrungen in der Kindheit, Angst, seinen Körper zu öffnen. Zwei Berufe in der Medizin sind sehr speziell, und zwar ist es der Frauenarzt und der Zahnarzt. Warum? Weil ein Fremder in meinen Körper reingeht. Das ist sowas wie eine Blockade. Und das ruft oder kann Ängste hervorrufen. Angst generell ist ein nicht messbarer Zustand. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe große Angst, ist das relativ. Oder es ist ein subjektiver Zustand. Und jeder Mensch empfindet diese Angstzustände auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und deshalb finde ich jedenfalls, ist es wichtig, dass man bei Angstpatienten die Therapie auch individuell anpasst. Und ich beschäftige mich da schon ein bisschen seit Jahren damit, mit dem Problem. Und wir haben auch relativ viele Angstpatienten. Und wir haben so ein Konzept entworfen. Es funktioniert nicht immer, nothing is perfect, aber irgendwo ist es weit mehr als ein Versuch und in der Regel auch erfolgreich. Und dazu möchte ich einfach mal sagen, wie das bei uns, warum, weshalb, wie abläuft. Also das Allerwichtigste ist für den Zahnarzt, für den Behandler, erstmal herauszufiltern, welchen angstbegleitenden Weg man bei Patient X oder Y eingeht. Bei jedem Patienten ist das anders. Es gibt kein Allround-Mittel. Das muss man einfach individuell herausfiltern. Angstpatienten, die sich bei uns als Angstpatient melden, sollten als allererstes einen von uns ausgearbeiteten Fragebogen ausfüllen. Ich darf mal ganz kurz nur, damit das ein bisschen klarer wird. Und dieser Fragebogen, der dauert nur 3 Minuten und wird immer mit Ja-Nein beantwortet, um die Patienten in eine gewisse Kategorie reinsetzen zu können, damit man schon mal eine Idee hat, was erwartet einen, ohne dass der Patient den Zahnarzt gesehen hat. Das passiert bei uns an der Rezeption. Also der Patient hat noch keinen Kontakt mit dem Zahnarzt gehabt. Das ist der sogenannte Zahnarztangst-Test. Also zum Beispiel solche Fragen, meine Zähne sind mir peinlich, ich spreche mit niemandem über meine Zähne, ich fühle mich gedemütigt, ich bin hilflos wegen meiner Zähne, mein Biss stimmt nicht. Welche Ursachen hat das? Schlechte Erlebnisse beim Zahnarzt oder Würgo oder Brechreiz, Angst? Welche Aussagen finden sich wieder immer mit Ja und Nein? In meinem Kopf dreht sich alles um Zähne. Mein beruflicher Erfolg wird durch meine Zahnarztangst behindert. Zahnprobleme rauben mir den Schlaf und so weiter. Selbstwertgefühl ist herabgesetzt. Das ist ein 3-Minuten-Formular, was ganz wichtig ist, das auszufüllen. Was passiert, bevor ich zum Zahnarzt gehe? Mein Körper zittert, Herz rast, Übelkeit, kann ich schlafen, Atemdruck, Panikattacken, Schweißausbruch. Und all diese Dinge werden auf so einem Formular ausgefüllt. Und danach bitten wir den Patienten nicht ins Behandlungszimmer, sondern wir haben extra einen Konsultationsraum, in dem ich jetzt gerade sitze, der überhaupt nichts mit Zahnarzt zu tun hat. Dazu noch ein bisschen, das sind nur Kleinigkeiten, aber die empfinde ich als sehr wichtig. Wir hatten vor 4 Jahren das Glück, dass wir unsere Praxis erweitern konnten, um das Doppelte an der Grundfläche, haben aber keine neuen Behandlungszimmer eingerichtet, sondern haben das alles für Wartebereiche für Patienten genutzt. Und zwar, wir haben im Untergeschoss eine sehr großzügige Rezeption und dann 4 verschiedene separierte Wartebereiche und im Obergeschoss eine Kurzwartezone mit ebenfalls 3 verschiedenen Wartebereichen. Warum? Der Patient, der Angst hat, hat Stress, hat Druck.
Atemdruck, Schweißausbruch, kommt jetzt in ein kleines Wartezimmer rein, sitzt auf einem Kunststoffstuhl und neben ihm sitzt jemand anders und der drängt ihm ein Gespräch auf. Genau diese Dinge wollte ich nicht haben, deswegen haben wir sehr, sehr großzügig im Wartebereich eine Leserecke, eine Kinderecke, jemand kann Fernsehen schauen. Ich mag das auch nicht, wenn ich irgendwo bin und da jault der Fernseher den ganzen Tag. Der eine schaut NTV und der andere schaut RTL. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen in mich zurückziehen. Also ich werde jetzt nicht noch mit anderen Dingen konfrontiert, weil das ja auch eine Stresssituation ist, im Wartebereich zu sitzen. Was erwartet mich? Angstpatienten beim ersten Mal haben gar nichts mit dem Wartebereich zu tun. Die kommen sofort in diesen Konsultationsraum. Das allererste, was wir durchführen bei diesen Patienten, ist, wir gehen diese Liste durch und versuchen im Gespräch herauszufiltern, inwieweit ist der Patient bereit. Also wollen tun es alle. Jeder will sich behandeln, sonst würde ja nicht zum Zahnarzt kommen. Aber Sie messen praktisch die Angst. Ist es Angst oder ist es schon Phobie? Genau. Mhm. Das ist aber eher na, Angst und Phobie kann man unterscheiden. Also den Angstpatienten, zu dem kann ich sagen, okay, wir besprechen jetzt hier alles im Konsultationszimmer und gehen dann ins Behandlungszimmer. Mhm. Der setzt sich in den Behandlungsstuhl rein. Den Phobiepatienten bekommst du nicht in den Behandlungsstuhl rein. Mhm. Also da muss man ganz, ganz, ganz anders vorgehen. Das heißt, die erste Sitzung, die wir machen bei diesen Patienten, da passiert gar nichts. Da wird dann eine Röntgenaufnahme gemacht, dann haben wir hier, ich drehe einfach mal, weiß nicht, einfach eine Couch und dann, hoppa, und jetzt hat es Crash gemacht. Jetzt muss ich mein Telefon halten. Und einen großen Fernseher, da wird das Röntgenbild besprochen und dann wird das Röntgenbild umgesetzt in eine Software, dann wird erklärt, wie der Zustand der Zähne ist und was man da machen kann, auch mit vielen, es dauert relativ lange, also diese Konsultationen dauern relativ lange und dann kann man entscheiden oder entscheidet der Patient, ob er bereit ist, gleich bei der ersten Sitzung ins Behandlungszimmer mit mir zu gehen, dann wird eine körperliche Inspektion, also man muss natürlich auch die Zähne selbst mal anschauen und dann gehen wir wieder zurück ins Konsultationszimmer und besprechen die Behandlungsstrategie, Zeitraum, Kostenaufwand und die Vorstellung des Patienten. Und das kann wiederum simuliert werden mit einer Software. Also man kann das mit einer Software simulieren, was man kosmetisch funktionell erreichen möchte. Mhm. Warum machen wir das so? Dass der erste Eindruck vom Zahnarzt, ist eigentlich nichts passiert. Aber du hast ein Erfolgserlebnis, du hast ein Ziel. Ein behutsames Rantasten genau, praktisch. Genau. Du hast ein Ziel, der Patient braucht einfach ein Ziel, um aus diesem, genau wie du gesagt hast, aus diesem Teufelskreis Angst herauszukommen. Und wenn sich der Patient dann für eine Behandlung entscheidet, dann wird ein Termin vereinbart. Bei Angstpatienten machen wir es immer so, dass wir keine anderen Patienten einbestellen. Weil hier ist wieder die Komponente, lange Wartezeit oder sowas. Das ist das, was wir nicht brauchen. Sondern der Patient direkt wird einfach von der Rezeption durchgereicht ins Behandlungszimmer. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Angstpatienten, die Statistiken kenne ich auch, also dass ungefähr ein Fünftel tatsächlich richtige Angstpatienten sind, ja, mit Schweißausbrüchen und so weiter, die, wenn gewünscht wird, die behandeln wir eine halbe Stunde vorher mit Dormicum. Das ist ein Beruhigungsmittel. Die Patienten dürfen aber nicht alleine kommen, dürfen danach kein Auto mehr fahren. Und diese halbe Stunde verbringen sie nicht im Warteraum, sondern hier bei uns auf der Couch. Also die machen Relax. Und können Musik hören oder was auch immer. Es muss aber immer eine Begleitperson dabei sein. Und danach behandeln wir die Patienten. Beim Phobie-Patienten ist es ein bisschen anders. Da müssen wir eine etwas höhere Dosis Dormicum nehmen. Mhm. Der Patient bleibt auch hier. Und wir haben ein Team von Anästhesiologen, die dann mit Propofol. Oder andersrum, der Patient bekommt Dormicum und dann müssen wir den Patienten sozusagen in den Behandlungsraum
körperlich begleiten. Also er ist schon so ein bisschen, ein bisschen im Dämmerschlaf. Da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Also wie kann ich meine A7C schaffen, eine schöne Atmosphäre, eine Atmosphäre ein bisschen fern von der Zahnarztstuhl, erstmal für die Patienten, dann zeigen sie Möglichkeiten auf, was sein kann für die Behandlung, welches Ergebnis kann erzielt werden, und mit schon leichten Mitteln können wir schon den ersten Schritt zum Stuhl wagen, herantasten, wenn der Patient das möchte. Und wenn er sich entschlossen hat, dann kommt es dann zu diesen verschiedenen Narkosemöglichkeiten, sei es jetzt Dormicum. Da sind wir schon beim Schritt, der Patient hat den Weg ins Zahnarztstuhl, er hat sich für den Weg entschieden. Und jetzt sitzen wir im Stuhl schon mit diesen Möglichkeiten. Verstehe ich das richtig? Richtig, genau. Also es wäre jetzt sozusagen der Angstpatient, und beim Phobiepatient nochmal was zum Thema Angst. Also Angst ist etwas, wo man als Behandler sehr, sehr viel Geduld braucht. Also die Angst des Patienten muss einfach ernst genommen werden. Dieses Prinzip stelle ich jetzt mal nicht so an, das geht schon, oder geboren noch ein bisschen, es wird schon. Das ist sowohl für den Behandler als auch für den Patienten schlecht, weil du kommst in diesen Teufelskreis rein. Es wird einfach immer schlimmer, man potenziert das. Das heißt, wir haben den Patienten, den Angstpatienten im Behandlungsstuhl sitzen, und dann ist es auch, finde ich jedenfalls, die Schmerzkomponente, die sehr oft Ängste auslöst. Hallo? Ja, wir sehen dich, also wir hören dich jetzt. Okay, sorry, hier kam ein Gespräch rein. Dass man versucht, so weit wie möglich die Schmerzkomponente auszuschalten. Weil auch das wieder so ein Angsttrigger sein kann im Behandlungsstuhl. Und der erste Schritt ist ja bei einer Behandlung immer die Spritze. Mhm. Und es sind noch viele Patienten, die Angst haben vor Spritzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Patienten das ein bisschen leichter zu machen. Es gibt einmal vielleicht darf ich das mal zeigen, ich habe das mal vorbereitet, keinen Schreck kriegen jetzt, alle Angstpatienten keinen Schreck kriegen, ist die normale Spritze. Die normale Spritze, die gibt man in die Schleimhaut, und jetzt hatte ich hier eigentlich ich muss das mal ablegen, sonst funktioniert das ja nicht, mir ist mit mir nämlich mein Gerät kaputt geworden. Die normale Spritze gibt man in die Schleimhaut. Das ist das Ding hier. Und da muss man ungefähr 2 Milliliter in die Schleimhaut einspritzen. Und dann müssen Sie sich das so vorstellen, ich muss das Telefon jetzt halten, weil meine Halterung ist eben gerade zerbrochen. Wir spritzen eine Flüssigkeit durch die Schleimhaut durch ins Bindegewebe. Und Bindegewebe ist wie ein Stück Stoff. Und wir zerreißen sozusagen das Bindegewebe, und da sind auch Nerven. Und das ist der Schmerz bei der Spritze. Und dieses Anästhetikum, was man einspritzt, das muss dann an den Nerv, also bis zum Nerv penetrieren. Und dann ist der ganze Unterkiefer taub. Das ist das zweite Problem. Einen vollkommen tauben Unter- oder tauben Oberkiefer zu haben, auch das kann eine Angst hervorrufen. Da gibt es eine Möglichkeit, und zwar ist es die sogenannte intraligamentäre Injektion. Und zwar ist es ein Pinsel mit einer ganz, ganz dünnen Titannadel, die sticht man nicht in die Schleimhaut ein. Mhm. Ich drehe mal das Bild um, dann kann ich das besser erklären. Und zwar spritzt man da zwischen, kleinen Moment, spritzt man da zwischen, ich weiß nicht, seht ihr es? Spritzt man da zwischen Knochen und Zahnwurzeln. Das heißt, nur an der Stelle, wo ich wirklich was behandeln möchte. Dadurch wird der Unterkiefer nicht taub oder Oberkieferlippe werden nicht taub. Diese Spritze wirkt sofort, und die hat noch einen riesen Vorteil. Bei der normalen Spritze kann sein, dass das Anästhetikum, und im Anästhetikum sind immer
ist immer an Adrenalin oder Epinephrin drin, was die Gefäße zusammenzieht, dass da was im Blutkreislauf reinkommt. Hier nicht. Und wir haben auch nicht die Wartezeit, was auch wieder Stress ist, also wenn der Patient warten muss, ehe die Injektion wird, sondern das wirkt sofort. Und als, ich sag mal, als High Class gibt es das gleiche Prinzip auch, und zwar das nennt sich Sevant. Das zeige ich euch auch mal. Da kann der Patient, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist ein kleiner Computer, der spritze ich als Zahnarzt in zwischen Zahnfleisch und zwischen Wurzel mit ganz kleinen Stich gebe ich rein, und der Patient hat hier einen kleinen Gummibalg, und mit dem Gummibalg kann er mit der Hand dosieren, wie viel Druck gebe ich der Spritze. Also mit diesem Teilchen hier, das drücke ich zusammen. Und hier dann geben Sie dem Patienten praktisch in die Hand, wie die Kontrolle. Es geht die immer Kontrolle. Genau, es geht hier immer bei Angstpatienten darum, dass der Patient das Gefühl hat, er hat die Kontrolle. Das Gleiche ist auch bei der Behandlung. Die Kommunikation bei der Behandlung ist wichtig. Also man kann ja nicht reden, wenn der Mund offen ist. Das heißt, dass man kommunikativ mit dem Patienten oder der Patient immer die Möglichkeit hat, die Behandlung, aus welchen Gründen, ist vollkommen egal, die Behandlung abzubrechen. Das macht man einfach durch Handzeichen. Sehr wichtig. Und dann brechen wir auch ab. Zweite Möglichkeiten oder eine weitere Möglichkeit, das sind alles nur Kleinigkeiten, aber viele kleine Dinge bringen manchmal viel, dass die Leute diese Zahnarztangst vor diesen Zahnarztgeräuschen haben, die ja wirklich fürchterlich sind, diese Hochfrequenz. Es gibt zwei Möglichkeiten, was wir anbieten. Einmal, ich zeige das mal, dass der Patient, ich mache das mal hier hin, eine VR-Brille bekommt. Da kann er sein Handy reintun und wir machen das meistens immer und machen dann so ein 3D-Handy über Regenwald oder irgend sowas und bekommt Noise Reduction Kopfhörer auf. Das heißt, dieses äußerliche Pfeifen von Turbine, das ist weg. Was nicht weg ist, ist die Knochenreizleitung. Also wir hören einmal durchs Ohr und wir hören aber auch über den Knochen. Und das kann ich jetzt leider nicht zeigen, das ist gerade unten in Betrieb bei einem Patienten. Da haben wir noch eine zweite Art von Kopfhörern, die werden hier angesetzt, nicht im Ohr. Und dadurch wird die Knochenreizleitung durch den Ton in den Kopfhörern, wird dieses Pfeifen wird unterdrückt. Das sind sind einfache Dinge, es ist kein Hightech. Es dauert alles ein bisschen länger als eine normale Behandlung, aber am Ende des Tages dauert es auch nicht länger, weil wenn ein Angstpatient andauernd unterbricht oder einfach sich nicht behandeln lassen kann, dann ist es vom Zeitaufwand her ist es das Gleiche, als wenn man von vornherein versucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen oder die Möglichkeiten, die ich kenne, auszuschöpfen, um dem Patienten Ruhe zu geben. Wichtig ist Ruhe. Und der Faktor Zeit, also dem Patienten die Kontrolle oder dem Patienten das zu vermitteln, er hat die Kontrolle. Anders ist es jetzt beim Phobiker. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinkommen. Also diese Möglichkeit ist bei Angstpatienten möglich. Wir schalten praktisch das Sehvermögen, das Hörvermögen aus. So, wir sind entspannt und können vielleicht, aber es gibt Patienten, die nicht können, und da kommt dann Narkose. Wirklich die größeren Narkosen zum Einsatz. Ja. Welche Arten gibt es da? Also es gibt mehrere Arten. Wir arbeiten mit Propofol, das heißt, wir haben ein Anästhesistenteam. Dabei ist es für mich ganz wichtig, dass wir ein Monitoring haben, also dass der Patient tatsächlich komplett überwacht ist. Also ist es nicht so, dass da jetzt jemand kommt und mach mal die Armbeuge auf und du kriegst dann da was eingespritzt und so. Nein, sämtliche Körperfunktionen müssen überwacht werden, und das wird auch dokumentiert. Und bei der Sedation ist es so, es wird oft vertauscht. Es ist keine Narkose. Der Patient ist, ich sage mal,
halb, schläft zwischendurch mal ein, ist dann wieder wach. Viele Patienten erzählen viele Dinge, die sie sonst niemandem sagen. Also fantasieren. Und der Effekt dabei, man muss dazu sagen, bei einer Sedation braucht man eine Spritze. Und der Patient spürt die Spritze auch. Nur der Effekt bei der Sedation und beim Phobie-Patienten ist, wenn er wieder aufwacht, der kann sich an nichts mehr erinnern. Und wir haben viele Patienten, die sagen, oh, das möchte ich nochmal haben. Die können sich an nichts erinnern. Wenn du 10, 12 Zähne ziehen musst und 5 Implantate setzen musst, an nichts können die sich erinnern. Einfach nur ein schönes Gefühl gehabt zu haben und, und den Erfolg gehabt zu haben. Also für uns ist es immer in der Regel eine ganz tolle Sache, wenn jemand aufwacht und er ist seine 7-10 ziehende Zähne los und alle Zähne sind beschliffen und die Behandlung ist auch relativ, ist schneller als bei einer normalen Behandlung, weil man muss nicht auf den Patienten eingehen. Das heißt, physisch auf den Patienten eingehen. Man muss nicht unterbrechen. Das heißt, Narkose, Sedationspatienten sind, egal was man macht, gesamten Oberkiefer, Unterkiefer, maximum 2 Stunden. Maximum 2 Stunden. Mhm. Und für den Patienten ist es, das ist die Reflexion, höre ich immer wieder, ist es diese Erleichterung, jetzt diesen Schritt getan zu haben, es ist ein riesenpersönlicher Erfolg. Also praktisch, der Patient ist vegetativ noch anwesend und spricht auch, aber er bekommt nichts mit praktisch während der Behandlung. Also er wacht auf, er war zwar da, aber eigentlich doch nicht. Und wenn er aufwacht, sieht er das Ergebnis und weiß, er hat es geschafft. So ist es. Mhm. Ja. Und kann man diese Sedation bei jedem Patienten machen oder ist es bei jedem Patienten empfehlenswert oder gibt es da Patienten, wo es nicht geht? Also ich versuche immer oder wir versuchen immer klein anzufangen. Mhm. Nicht jeder Patient braucht gleich eine Sedation, obwohl viele Patienten denken, ich brauche eine. Also wir fangen immer mit Dormicum an. Und wenn der Patient dann sagt, ja, okay, das passt, ich setze mich in den Stuhl, leg mal los, dann verzichten wir auf die Sedation, weil man muss wissen, wir greifen das Nervensystem ein. Die Hersteller sagen, überhaupt kein Problem, aber alles Fremdes, was in den Körper, also ich glaube sehr an die Natur, alles Fremdes, was wir dem Körper zuführen, hinterlässt irgendwelche, ich sag mal Schäden oder sowas. Also Sedation, wenn es wirklich nicht anders geht. Nur im Extremfall, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja, wenn es nicht geht, wenn der Patient sagt, nee, kann ich nicht, ne, dann wird einfach, das entscheidet, im Endeffekt entscheidet es der Patient wieder. Der Patient soll das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben. So. Vollnarkose. Sie haben gerade natürliche Mittel noch angesprochen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Welche Mittel gibt es dabei, was ich selber oder was ich vorbeugen kann oder vorsorglich schon einnehmen kann, um die Angst zu lindern? Also da habe ich bei mir ja nicht ein spezielles Konzept, aber wenn ich den Patienten in der Konsultation habe, die in der Regel so bestimmt gut eine Stunde dauert, dann kommt man natürlich auch auf solche Themen zu sprechen, was kann ich selber da machen? Und was ich in der Regel immer vorschlage, ist, weil die Patienten kommen ja nicht gleich nächste Woche, sondern das muss sich alles erstmal setzen. Niemals ein Angstpatient eine Konsultation machen und dann sagen, komm, wir fangen gleich an. Auch wenn der Patient das möchte, dann kriegst du diese Angst. Dann ist bei alles umsonst, sondern immer erstmal schön abwarten, sacken lassen. Und da empfehle ich, dass der Patient, das kann man selber machen, mit Cannabinoiden, mit Öl, das sind Öle, 4 Wochen Zeitraum, die einfach mal zu sich nimmt, weil, was machen die? Sie sind angsthemmend. Sie sind krampflösend und dann später auch für die spätere Therapie heilungsfördernd. Aber da kann ich noch mal ein bisschen detaillierter nachher darauf eingehen.
Ja, Also also wir reden hier ich von sage, Hanföl, von CBD vielleicht. genau, Ja, CBD. genau, wir reden hier von CBD, da müssen wir einen großen Unterschied machen. Also Hanföl ist in den Hanf, also andersrum. Wir haben im Hanf einmal das THC drinnen und dann die CBD-Öle. Da gibt es, ich glaube, 112 verschiedene Öle, wobei nur zwei richtig erforscht sind. Und das auch nur in den letzten Jahren. Und also das ist eine ganz spannende Sache, Hanf. Und das THC läuft bei uns leider noch unter Betäubungsmittel. Also in diesen Ölen darf maximal 0,2% drin sein, ist aber unterschiedlich, wird unterschiedlich gehandhabt. In Deutschland, in der Schweiz hat es 1%. In Österreich ist es egal. Dann habe ich jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen. Im Saarland ist es ganz verboten. Also da ist noch keine Klarheit drin. Aber um nochmal auf das CBD-Öl zurückzukommen, ich bin dazu gekommen, eigentlich wie Maria zum Kind, vor ein paar Jahren schon. Und zwar, ich hätte mal selber auf der Hand ja sowas wie eine Schuppenflechte und die war einfach nicht wegzukriegen, da gar nichts. Und eine Patientin hat mich darauf aufmerksam gemacht, versuch's mal damit. Also man kann von Patienten auch sehr viel lernen, sehr oft. Und ich habe es damit versucht und ich habe das sogar dokumentiert. Und das war innerhalb von 10 Tagen, war das Ding weg, was ich ein halbes Jahr mit mir rumgetragen habe. Und da habe ich angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Da gab es noch nicht so viel im Internet, es kommt immer mehr. Und habe auch so ein bisschen herausgefiltert, was es für Unterschiede eigentlich gibt auf dem Markt. Also CBD-Öl ist nicht CBD-Öl. Also da gibt es viele Aspekte, wo man darauf achten muss. Diese CBD-Öl-Shops, die schießen ja wie Pilze aus dem Wald. Das Äh, stimmt. da, da, da wird sehr, und auch im Internet, also da wird sehr, sehr viel verkauft, wo nur dein Name draufsteht. Ne? Oh, ich glaube, Aber für nochmal CBD, da müssten wir ein ein extra, eigenes Webinar halten, genau. welche guten Eigenschaften das hat. Aber Aber zum Thema Angst, es ist angstlösend. Also man könnte das absolut, absolut. als Vorbereitung gut verwenden. Genau, als Basisvorbereitung und dazu, also ich habe mir einen Produzenten ausgesucht, wo man das ein bisschen kombinieren kann. Und zwar kann man, wenn man die Basis im Körper drin hat, ich sage mal eine vierwöchige Basis, man braucht das Niveau, kannst du dann akut mit verschiedenen, zum Beispiel wenn jemand nicht relaxed ist, dann einfach mit einem Sleep Spray, das ist nur Koffein, kannst du on top auf dieses CBD-Öl, kannst du on top nochmal einen besseren Effekt erzielen oder du boostest den Patienten. Ja, das ist Also Melatonin, Vitamin B12, das sind alles dann genau, auch Mittel, genau. die Und fördern. alles natürliche Mittel. Ich habe noch mal einen Tipp für Leute, also ich mache hier keine Promotion, nicht falsch verstehen, sondern das sind Ja, alles nein, meine nein. eigenen. Ein Tipp, wenn sich jemand für solche Sachen interessiert, da gibt es ein Buch, und zwar Homöopathisch heilen. Selbstverantwortung statt Angst. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist es ein Lexikon für mich ist es das Lexikon der Homöopathie. Hat jetzt nicht nur Zahnmedizin, wir sehen die Zahnmedizin immer ziemlich separiert, nur Zähne. Nein, wir müssen den ganzen Körper sehen. Und das ist wirklich ein tolles Buch, ein Lexikon für die Homöopathie, also Einführung in die Homöopathie. Und da ist auch über das Thema Angst, Homöopathie, ist sehr, sehr viel. Da können wir jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber Nein, ja. auch diese Mittel benutzen wir. Aber es gibt keine Erfolgsgarantie. Man muss das einfach dazu sagen, ganz ehrlich. Es gibt kein Wundermittel. Ja. Man muss es einfach versuchen. Man muss es versuchen. Herr Dr. Kannmann, wahnsinn viele Informationen haben wir bekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich möchte alle Gerne, bitten, gerne, die gerne. vielleicht noch Fragen haben. Sie können sie in den Chat stellen jetzt. Herr Dr. Kannmann wird im Anschluss unseres Webinars noch auf alle Fragen eingehen können und antworten können.
Es sind wahnsinnig viele Informationen, haben wir bekommen. Ich denke, vielleicht haben die Angstpatienten, die unter uns sind, auch einen Weg erhascht oder finden können, sehen können, dass eine Zahnarztbehandlung trotz Angst, trotz Zahnarztphobie vielleicht möglich ist. Es ist möglich. Der erste Schritt, den ersten Schritt müssen wir gehen oder sollten wir gehen. Und ich glaube, wenn wir den ersten Schritt zur Zahnbehandlung getan haben, dann kommen die nächsten Schritte schon nach und nach. Zusammenfassend möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben oder was ich aus unserem Webinar heute gelernt habe. Ich denke, vielleicht ist die allerwichtigste Frage, wenn ich so eine Angst habe, wenn ich Zahnarztangst, Zahnarztphobie habe, ist, dass ich mir die Frage stelle, wovor, was ist das Schlimmste, was mir bei der Zahnbehandlung passieren kann? Was kann da passieren, so schlimm, wovor ich so sehr Angst habe? Und vielleicht direkt danach die Frage, was wünsche ich mir für meine Zahnbehandlung? Was wünsche ich mir für meine Zähne? Und wenn man das dann in Relation sieht oder wenn man sich das wirklich bildlich vor Augen stellt, was wir wünschen und was ist das Schlimmste, so schlimm ist es vielleicht gar nicht, dass dieser erste Schritt nicht gewagt werden kann. Ganz wichtig, was ich heute auch gelernt habe aus dem Webinar, ist das Vertrauen. Wie Herr Dr. Kannmann uns erläutert hat, es ist die Gespräche vorab mit dem Zahnarzt, die Umgebung, dies kennenzulernen, vielleicht nicht unbedingt gleich im Zahnarztstuhl, sondern in einer bequemeren, angenehmeren Umgebung über die Zahnprobleme zu sprechen. Und gerade bei einer Zahnbehandlung in Ungarn ist vielleicht die große Frage die Entfernung. Und wir geben wirklich jede Möglichkeit unseren Patienten auch diesen Schritt, diese Hürde zu nehmen. Hier haben wir zum Beispiel ein First-Step-Paket, ein ersten Schritt-Angebot, wo die Patienten auch mit Zahnarztangst erstmal die Möglichkeit haben, in die Klinik zu kommen, erstmal über ihre Ängste, ihre Wünsche zu sprechen und mit dem Arzt, ohne im Zahnarztstuhl zu sitzen, erstmal die Möglichkeiten zu besprechen, ein Vertrauen aufzubauen zum Zahnarzt, zur Zahnklinik selber. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Schritt, wo wir wirklich helfen, wo wir noch können, dann nehmen wir sie gerne an der Hand. Es ist vielleicht auch ganz wichtig, nicht alleine zu sein. Wenn Sie Freunde haben, die Sie begleiten können zu einer Zahnbehandlung, das ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man nicht alleine ist. Das ist vielleicht auch ein Tipp, was ich Ihnen geben kann. Manchen Patienten hilft es, viel zu wissen. Manchen Patienten hilft es mehr, weniger zu wissen, was während der Zahnbehandlung passiert. Sprechen Sie auch da Ihren Arzt ganz offen an. Was wünschen Sie? Möchten Sie wissen? Möchten Sie lieber so wenig wie möglich wissen? Ich glaube, diese Fragen müssen vor einer Zahnbehandlung auch besprochen werden oder sollten besprochen werden, damit die ganze Behandlung für Sie so angenehm wie möglich gestaltet werden kann. Die Vorbereitung, habe ich auch gelernt, ist ein großes Thema. Bereiten Sie sich auf die Zahnbehandlung vor, einerseits mit Ihren Fragen, andererseits vielleicht auch mit natürlichen Mitteln wie Hanföl oder CBD-Öl, wie wir gelernt haben, oder auch Melatonin für einen ausgewogenen Schlaf vor der Behandlung. Da kommen Sie schon viel entspannter zur Zahnbehandlung nach Ungarn oder auch zu Ihrem Zahnarzt natürlich. Je entspannter Sie sind, desto offener sind Sie für die Zahnbehandlung. Hier bieten wir auch Lösungen an, Zahnklinik Ungarn. Hier bieten wir ein sehr günstiges, gutes Vorbereitungspaket für unsere Patienten, die auch diesen ersten Schritt ermöglichen, wo CBD vielleicht auch enthalten ist oder Melatonin oder die Sprays, die Herr Dr. Kannmann auch erwähnt hat. Es sind viele Fragen besprochen worden. Ich hoffe, Sie haben viele Antworten bekommen. Und da möchte ich gern Esti noch fragen, wenn Fragen noch offen geblieben sind von Patienten, dann kann Herr Dr. Kannmann das jetzt auch beantworten. Alles klar, ja, vielen Dank.
für das aufschlussreiche Gespräch. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage ist, einfach nochmal zu wiederholen ganz kurz, wie heißt diese Spritze, Dr. Kannmann, wo Sie erwähnt haben, wo zwischen den Kanal und die Zahnwurzel diese kleine Spritze eingespritzt wird? Es ist eine intraligamentäre Injektion, also zwischen, das heißt zwischen den Fäden, intraligamentäre Injektion. Das Gerät, dieses, was computergesteuert ist, heißt The Wand, also auf Deutsch der Zauberstab. Okay, alles klar, vielen Dank. Wir haben eine längere Frage. Und zwar, ich habe Zahnfleischrückgang, 2 lockere Frontzähne und jede Menge Zahnstein unten. Zu meiner Angst gestellt sich ein sehr großes Schamgefühl. Ich möchte gern zum Zahnarzt, aber ich schäme mich so sehr. Haben Sie einen Tipp für mich, dass ich den ersten Weg zum Zahnarzt schaffe? Der klassische Angstpatient, der sich im Teufelskreis dreht, der klassische Angstpatient. Da würde ich Patient oder Patientin, würde ich absolut empfehlen, einen Zahnarzt des Vertrauens, also wo einen Zahnarzt des Vertrauens zu finden, eine Klinik zu finden, die sich Zeit nimmt. Weil, so wie die Patientin das beschreibt, ist wahrscheinlich eine starke Parodontose. Wenn viel Zahnstein da ist, geht das Zahnfleisch zurück, der Knochen geht weiter zurück, dreht sich tatsächlich im Kreis. Und diesen Teufelskreis, den muss man irgendwie aufschneiden, dass man reinkommt in die Eizelle. Die Spermien müssen reinkommen in die Eizelle, damit sich daraus etwas entwickelt. Und dazu braucht man wirklich Vertrauen des Behandlers. Und da kann man nicht, das bringt überhaupt nichts, irgendwo anzurufen in Zahnarztpraxen und sagen, du, ich habe viel Zahnstein, meine Zähne wackeln, dann kriege ich einen Termin, dann kriegt die Dame oder der Herr kriegt einen Termin, was weiß ich, Dienstag 15 Uhr, Zahnsteinentfernung. Die geht nie wieder zum Zahnarzt. Nie wieder. Weil diese Negativerfahrung vom Zahnarzt, diese Angst, dieser Scham, geht davon nicht weg. Der wird dann nur noch potenziert. Da wird's vielleicht gibt es dann noch eine dumme Bemerkung. Ja, Sie waren ja schon ewig nicht mehr. Das Zahnfleisch sieht ja fürchterlich aus. Manchmal fehlt auch ein bisschen die Empathie, dass dann auch noch der Patient sozusagen, das habe ich auch manchmal, dass Patienten sagen, ja, mein Zahnarzt hat mich geschimpft, weil ich so ein schlechtes Zahnfleisch habe und so viel Zahnstein und ich putze nicht richtig. Nein. Man muss dem Patienten was Positives vermitteln, man muss mit rausnehmen. Das ist eine klassische Angstpatientin. Also Zahnarzt also des Vertrauens suchen und die ersten Schritte gehen für die Diagnose gleich, und dann für die weiteren. Genau, genau. Es gibt auch in Deutschland sicherlich genügend Praxen, die sich damit beschäftigen. Aber da gleich loszulegen, bei wackelnden Zähnen, viel Zahnstein und dieses Schamgefühl. Das muss, hier geht es einfach, die Psyche umzustrukturieren. Weil es ist ja eigentlich kein, der Patient braucht ja kein Schamgefühl haben, weil er geht ja zu jemandem, der das kennt. Also es gibt, Patientin oder dem Patienten kann ich nur sagen, da gibt es Hunderttausende davon. Das habe ich mindestens in einer Woche. Ich sage es jetzt mal übertrieben, nicht so viel, aber das ist unser Job. Aber da muss man dann dementsprechend auch an den Patienten herangehen. Also ist die Patientin oder der Patient ist sicherlich nicht sofort behandlungsfähig, sondern muss man einfach ranführen. Und für einen Zahnarzt, ich meine, jeder ist in jeder Berufsgruppe so. Es gibt unterschiedliche Charaktere. Und jemand kann sein, wenn er Pech hat, sagt, du, das sieht ja ganz fürchterlich bei dir aus. Das ist ein Saustall und das ist das, was der Patient für ein Schamgefühl. Nein, ist es nicht. Es muss behandelt werden und dieses Schamgefühl muss man einfach integrieren oder eben ausschalten. Das ist Vertrauen, Empathie und Vertrauen. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Kannmann. Und wir haben eine Frage bezüglich Zahnarzthypnose. Kennen Sie diese Methodik? Was denken Sie davon? Ja, vielleicht können Sie ein paar Wörter darüber sagen.
Ja, kann ich selber nicht. Habe ich selber auch mal versucht, das zu lernen. Ich kann es nicht. Also ich kann es einfach nicht. Ich kenne, aber das heißt, ich kenne leider nicht, aber auf diesem Kurs waren auch Kollegen, das ist schon mehrere Jahre her, und die betreiben das erfolgreich. Es funktioniert. Es funktioniert. Aber auch nicht bei jedem. Also nicht jeder Patient ist hypnosefähig. Ich weiß es zum Beispiel von mir selber. Wir haben uns selber versucht zu hypnotisieren im Kurs. Ich war nicht hypnosefähig. Also man darf da jetzt auch nicht 100% dahin gehen und sagen, jetzt werde ich hypnotisiert und dann ist das Ding gegessen. Nein, man sollte herausfinden, was ist gut für mich. Aber Hypnose ist eine tolle Sache. Danke. Ganz tolle Sache. Dankeschön. Wir haben soweit keine weiteren Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese jetzt noch im Chat stellen, weil Sie sind stumm geschaltet. Also wie gesagt, eine Nachricht im Chat schreiben, wenn noch was offen ist. Und ansonsten kann Chilla vielleicht das Webinar noch kurz zu Ende bringen. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, dass oder Sie zu ermutigen, der erste Schritt ist immer am schwersten. Und wenn man diesen ersten Schritt getan hat, dann kommen die nächsten Schritte schon einfacher. Und auf diesem Weg liegt mir viel daran, Sie zu begleiten, wenn ich das darf oder wenn ich das kann oder auch unser Team begleitet Sie sehr, sehr gerne. Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Und finden auch den Weg zu Herrn Dr. Kannmann, soweit Sie dies wünschen. Ich wünsche allen, ich danke allen für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse an das heutige Webinar und wünsche Ihnen alle viel Gesundheit. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.